Ihr habt die Waffe? Ja, wir haben den Wächter getäuscht. Die Schattenklinge gehört uns. Dann ist es soweit. Es wird Zeit für euch, dem Fialdag gegenüberzutreten. Nehmt den Glutstein. Er wird das Tor öffnen. Mögen die Götter mir verzeihen. Und das Lustige ist, wie er einfach so steht, dass da so eine Fackel im Weg ist, ne? Aber ernsthaft, wo der herkommt? Das wüsste ich mal gerne. Achso. Ja, irgendwie habe ich gedacht, die würden das Tor selber aufmachen, nicht, dass ich das aufmachen müsste. Ja, ich erwarte zu viel, glaube ich. So, Portal in den Abgrund. Ist das jetzt schon die finale Map? Es ist soweit. Von hier ab führt der Weg in die Tiefe. Irgendwo dort unten hält er Senven gefangen. Lena! Lena! Willett, ich dachte, du wärst tot. Oh nein! Feuerleute Willett gefangen nehmen und hierher schleifen. Aber Willett geflohen und versteckt. Dunkelmann groß, Zauber vorbereiten, viele Sklaven arbeiten. Wir müssen uns beeilen. Wartet! Ihr nicht kommen dorthin. Große Wände aus Feuer im Weg. Geisterfeuer, sie es nennen. Geisterfeuer. Es brennt heißer als jede Flamme. Dort gibt es kein Durchkommen. Geisterfeuer wird durch die Lebenskraft mächtiger Wesen genährt. Willett, versuche dich zu erinnern. Weißt du, an welche Seelen die Feuer gebunden sind? Gor, Konipak, Flammagor. Sie, Wächter über den Abgrund. Dunkelmann macht Ritual mit ihnen. Das muss es sein. Jede der vier Kreaturen hält eines der Feuer am Leben. Wir müssen sie vernichten. Boah. Geil. Moment der Orks. Elfenmoment. Oh ja, das nehme ich gerne. Und wenn ich denn allein schon sehe, wie viele Typen da zwischen diesen Toren waren und alles, dachte ich mir so, jo. Freue ich mich. Warum läufst du langsam? Oh, oh, gut. Da ihr seid. Willett hat vergessen zu erzählen. Was gibt es? Kreaturen hausen im Abgrund. Gefährlich. Aber Willett ihre Schwächen kennt, ja, ja. Lass hören. Ihr glauben, sie alle lieben das Feuer? Oh nein. Manche mögen das Feuer, andere hassen es. Pelz gut brennen. Nun, lass gut sein, Willett. Ha, ich helfe euch. Ich komme mit. Du läufst wahrscheinlich von alleine dann, ne? So. Ich will aber nicht, dass er mit mir kämpft. Ich will nicht, dass er drauf geht. Bei mir gehen alle drauf. So, dann gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Ork-Monument gesichtet. Ein Elfenmonument. Ich hätte gerne das Elfenmonument und nicht das Ork-Monument. Das wäre sehr schön. Hier geht's irgendwie runter und da geht's irgendwie runter und noch sind keine Gegner da. Das ist alles sehr irritierend. Und angsteinflößend. Das sind ja noch so eine hohe Stufe. Teilweise. Wo du dir einfach nur noch verarscht vorkommst. So. Bis jetzt haben wir kein Monument. Oder irgendwas. So, da haben wir jetzt die ersten Gegner. Da hinten sieht es ein bisschen nach mehr aus. Okay. Das sind so kleinere mit einem Gladiator.
Krieger, zu mir! Was ist das da? Da kommen einfach welche langgelaufen. Ach, toll. Wir werden angegriffen. Sind das Patrouillen? Oder muss ich jetzt meinen Seelenfelsen hier... Angst um meinen Seelenfelsen haben? Weil ich weiß nicht... Weil die alle Stufe 20, 21, 22 sind, ob ich die zu dritt überhaupt schaffen würde. Von der Schlimme ist, Glutfänge kann ich mich noch erinnern, ne? Nee, Glutfänge. Obwohl, doch, ich glaube schon. Ja, doch, ja, genau, ja. Aber in diese Map gerade überhaupt nicht. Och, was macht der denn schon wieder? Ich hoffe, der kann nicht sterben. Ich hoffe es so dermaßen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Und Philipp ist tot. Das ist ein Hinterhalt. Wie soll das denn bitte funktionieren, dass der das überlebt? Runenkrieger, zu mir! Außer, dass die vielleicht nicht unbedingt direkt reinrennen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Kommen diese dummen Leute da oben auch noch? Diese Patrouille? Dass der jetzt tot ist. Also ich finde es persönlich sehr schlimm. Das ist ein Hinterhalt. Einfach. Die Linien müssen halten. So enorm viel Schaden macht. Das ist ein Hinterhalt. Oh, Himmel. Das kann ich doch niemals schaffen. Vorsicht, Gegner. Wir werden angegriffen. Von Willet hätte doch nie richtig viel ausrichten können und alles. Ich weiß nicht, warum da auf die Idee kam, mit uns kommen zu wollen. Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Super. Ei, mach doch den erstmal tot. Die Linien müssen halten. Da haben wir schon mal A. Ah, Himmel. Warum brennt der? Dass ich noch nicht mal irgendein Monument habe. Nicht mal ein Heldenmonument. Damit es realistischer wird, sag ich jetzt mal. Was das denn, wenn? Da sind wieder Mantikora. Thank you.
nicht, wohin mich das alles hier führt. Ne? Ich folge jetzt einfach mal dem Weg in eine Richtung und gut ist. Ich würde die am liebsten angreifen. Manchmal mit Lebensraub. Mir einfach mal auch entsprechend Nekromantie-Zauber kaufen können, ne? Standhalten, Männer! Die Aussage immer noch so schön. Standhalten, Männer, wir sind zu zweit. Zu mir! Lena, die nicht immer gerne angreift. Und ich. Die Linien müssen halten! Ach, du meine Güte. Oh, Himmel. Das wird ein hartes Stück. Das wird ein ganz schön hartes Stück. Uiuiuiui. Frostwolf, Champion. Aha. Ich habe gar nicht jetzt auf das Level geachtet. 20. Kann gut gehen, kann nicht gut gehen, ne? Und Willi hätte es auf keinen Fall überlebt. Selbst wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre, diese Patrouille oder was auch immer es war, mich erwischt hätte, spätestens dann wäre Willi auch wieder weg gewesen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie machen kann, dass er am Leben bleibt. Und ob das eine Relevanz hat, dass er unbedingt am Leben bleiben muss, sag ich jetzt mal. Das ist ein Hinterhalt! Ei. Hört doch mal auf, mich immer einzufrieren. Boah, Lena hält echt nichts aus. Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen. So, das kann ich ein bisschen vergessen, weil ich einfach nur die ganze Zeit eingefroren bin. So, ich gucke mich jetzt hier unten um. Ich wollte eigentlich nicht nochmal zurücklatschen. Oh ja, fucking Ernst. Lena, die mal wieder denkt, so hoch angreifen, was ist das? Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Na komm. Der weg. Der Beschwörer weg. Die Linien müssen halten! Da ist noch ein Beschwörer. Meisterassassine. Achso, der ist auch schwach. Also was ich festgestellt habe, dass diese Havoks, also dieses Sinistrio, keine Ahnung, Gedöns, recht schwach sind. Meisterassassine sind auch nicht sonderlich stark. Runenkrieger, zu mir! Also halt schwach im Sinne von halt nicht viel aus. Und die Beschwörer sowieso. Das sind meistens dort die, die viel Schaden machen. Dieser Havok-Typ mit 125, was mir da abzieht. Oder was das war. Ach, und ich weiß jetzt auch, warum wir einmal die Elfen und einmal die Orks haben. Die Orks haben doch Feuer. Und da sind doch solche Frostviecher. Wie hat er gesagt? Die mögen ja kein Feuer. Fell brennt gut. Und bei den Elfen ist ja Eis. Dann haben wir da einen Weg, hier einen Weg, überall einen Weg. Da. Das ist schlimm, das ist richtig, richtig schlimm. Fuck.
sagt es jedenfalls. Die, da schaffe ich alleine mit Lena nicht. Weil die mich einfach permanent einfrieren und ich keine Chance habe, gegen die anzugehen. Da brauche ich ein paar mehr Leute, damit die nicht alle gleichzeitig eingefroren werden können. Wenn ich meine Helden dabei hätte, dann wäre das was. Das ist ein Hinterhalt. Oh, mir fällt gerade ein, ich wollte ja mal gucken wegen dem Klingenweber. Dem Rezept. Stufe 27 muss ich dafür sein. So, jetzt habe ich den Runschar Adun, bla bla bla. Ja, den Magier wollte ich ja eigentlich weg haben. Der ist die ganze Zeit gestorben. Jetzt kann ich den noch einkleiden. Das heißt einkleiden, ne? Was hat denn der? Kleine Klingewaffen und roten Nekromantie, okay. Das Lustige ist, der hat nicht mal, also ich habe nichts, was bei ihm passen würde mit kleinen Klingenwaffen oder sowas. Deswegen hat er zwei Stäbe in die Hand gekriegt. Zwei Einhandstäbe mit beliebiger Magie so und so nur zu haben. Dass man das haben muss, um das benutzen zu können. Yep. So, dann gucken wir jetzt erstmal hier, was uns erwartet. Boah, ich dachte, da würden die jetzt auch ausrücken auf einmal. Reicht ja schon, dass es da so oder so Streifen gibt. Dreh ich ja vollkommen durch. Hm. Gegner. Ich hätte trotzdem gerne einen Heldenmoment, ich bin ganz ehrlich. Ah, das ist einer von denen. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen. Mach den hier weiter. Gehen zum Glück. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht bei dem anderen, wenn da der Typi dann mit dabei ist, ne? Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Kann ich das auf jeden Fall schon mal zerstören? Bin ich einem überlegen, ob ich nicht doch zuerst die Elfen, das Elfenmonument einnehme. Geil wäre es natürlich, wenn ich mit Lena separat die Leute ablenken könnte, um selber dann das kaputt machen zu können. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil ich ja Lena nicht steuern darf. Das ist so viel Drama und Chaos. sonst vermieden worden wären. Bla 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 bla. Ich nix reden können. Ich drehe langsam durch. Ich bin halt noch mal überlegen, wie ich das systematisch hier alles mache überhaupt. Aber das ist schon mal in der Hinsicht eine Sackgasse. Die greife ich höchstens dann an, wenn ich etwas volleres Leben wieder habe. Und auch mein Stärkezauber wieder parat ist. Aha, guck mal, von dort kommen die. Interessant, interessant. Okay, hier geht es nirgends so lang. Hauptsache, die kommen nicht auf die Idee, zu mir kommen zu wollen. Oder wissen die automatisch immer, wo ich bin? Das wär's ja, ne? So, der Stufe 21, die sind 17, die gingen eigentlich. Vor allem, wo ist denn Lena? Da. Lena ist voll, hat volles Leben. Ich habe einen Stärkezauber wieder. Ich will jetzt aber noch ein bisschen abwarten. Ich brauche auf jeden Fall meinen Heilzauber und ein bisschen mehr Leben. Oh, falscher Zauber, verdammt. Fällt der gut an. Vorsicht, Gegner! Dafür, dass es Feuerelementare sind, benutzen die gar kein Feuer, ne? Und Lena ist mal wieder ein Ende ihrer Kräfte. Wäre ja ein Wunder, wenn dem nicht so wäre. Standhalten, Männer! Oh doch, die benutzen Feuer. Ich
gerade. Wahrscheinlich haben die Feuerschlag automatisch. So als Waffeneffekt. Standhalten, Männer! Aber scheint so, als würden die jedenfalls nicht mein Dings. Wahrscheinlich gehen die irgendwie patrouillemäßig, bis ich das entsprechende Lager zerstört habe. Das ging jetzt hier sogar besser als vorher. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass das schlafende Kind neben mir liegt. Weil es nicht alleine im Bett liegen wollte, anscheinend. Ich frage mich ja, bis wohin die mal laufen. Bis hierhin wahrscheinlich, ne? So wie es aussieht. Und dann vielleicht hierhin? Ich weiß nämlich nicht, wo deren Ausgangspunkt ist. Ich weiß nur, dass sie immer wieder spawnen. Und dass sie kein Problem für mich darstellen. So, ich habe jetzt auch alles parat. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe vorher gespeichert. Das klappt. Weil ich nicht weiß, wie gefährlich der ist halt, ne? Drohnenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Ich hoffe ja immer noch, oder glaube ja immer noch fest daran, dass der Feuerband doch irgendwie hilft und nützlich ist. Drohnenkrieger, zu mir! Der langanhaltende Feuerband. Drohnenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Ich muss irgendwie gucken, dass ich mal ein bisschen mehr Mana kriege, damit ich mich heilen kann. Runenkrieger, zu mir! So wie es gleich aussieht, habe ich nur noch ihn. Oh, geht doch voll klar. Bis jetzt. Jetzt kann ich mich noch heilen. Er ist noch ein bisschen eingefroren. Standhalten, hat jetzt keinen Feuerschlag auf mich drauf. Vielleicht hilft der Feuerbann ja doch mal richtig. Trotzdem wäre es schöner, wenn man den auch irgendwie sehen würde, hier so als positiven Zauber, als Glitzern auf einen, nicht nur so ein kurzes Glitzern und dann ist es vorbei. Jetzt stehen die da. Wow. Naja, sollen sie dort stehen. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen von denen erledigt. Das ist ja auch schon mal viel, viel, viel wert. Fehlen nur noch drei. Es wirkt wirklich wie so die finale Karte, ne? Weil Senwin ist hier, der Fjalldark ist hier. Ich sag ihm mit der Schattenklinge hallo. Jetzt gehen die weiter und gehen die. Und dass das so brennt, das irritiert mich immer noch. So, da oben ging es nicht weiter. Jetzt gehe ich mal hier hin. Von hier kam ja die. Ich weiß noch nicht, was die, wie genau die auf Patrouille sind. Vielleicht sind die auch in so einem Uhrzeigersinn auf Patrouille. Das kann natürlich auch sein. Wohin die anderen jetzt gelatscht sind, weiß ich nicht. Weil es dunkel wurde, habe ich nicht mehr die Map so auf dem Schirm. Also nicht mehr so offen halt, ne? Das ist eine Sackgasse, das ist gut. Da geht ein Weg nach unten, da will ich eigentlich noch nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ich werde das hier zerstören. In der Hoffnung, dass das nicht so viel ist. Dass das eigentlich keine bösen Überraschungen sind halt, ne? Da ist halt so ein Geistbrecher. Wir werden angegriffen. Was ist, ach, da ist ein Sinistro. To be. Mit dir, wir können das sehen. Da geht das noch voll klar. Ah, da geht's runter ins Tal. Ah ja. Wahrscheinlich zu dem Ork-Monument. Habe ich den Weg schon mal gefunden. Das ist ein Hinterhalt! Nichtsdestotrotz gucke ich mich da noch alleine um, ne? So, dann kann ich das hier auch zerstören. Dann habe ich das nächste kleine Lager von denen erledigt. Bleibt mir noch das hier oben alles. Das da unten.
Mit denen da unten, da brauche ich definitiv mehr Leute. Ich sehe gerade durch die Mauer. Die laufen einfach durch die Mauer. Okay, Abgrenzungen, was ist das? Ah, da unten, das führt 100 pro zum Ork-Monument. Weiß nur noch nicht, wie ich hier runterkomme. Okay, hier sieht es ein bisschen danach aus. Nein, okay. So viel dazu. Vielleicht aus der Richtung. Was gehst du? Da führt mich das auf jeden Fall dann zu Senven. Das ist ja auch nur so ein Loch und da ist sonst nichts. Höchstens doch der Fjall da. Runenkrieger, zu mir! So, jetzt habe ich wieder zwei Wege. Sind wieder irgendwelche Feuerelementare? Flammagor. Teste ich mich mal an den. Das sind ein bisschen viele auf einmal, ha? Vielleicht kann ich ja ein paar weglocken. Weil Milena da wahrscheinlich wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird. Vorsicht, Gegner! Krieger, zu mir! Standhalten, Männer! Der nächste weg. Und hier wieder. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Dann noch die beiden. Dann kann ich heimlich das hier zerstören. Vorsicht, oder ich Gegner! Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die hier. Ich könnte ja das schon mal kaputt machen. Bis mein Stärkezauber wieder da ist. Was ist denn da? Ah, da ist ein Drache. Ein paar mehr. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Ich will lieber erst machen sollen, wenn mein Dings aktiv ist, wie ich es eigentlich auch vorhatte. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen. Lena hält einfach nichts aus, gar nichts. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt! Naja, hat ja gut geklappt. Jetzt haben wir die Hälfte schon mal erledigt von denen. Also noch weiter erkunden. Ein paar Dinge noch erledigen, was ich so erledigen kann. So, dann versuche ich mal mein Glück hier, ne? Was heißt mein Glück? Also ich gucke mich mal um. Also wir haben Lenia auf jeden Fall, Eisen, auch nicht sonderlich viel.
muss ich sagen. Bis jetzt ein bisschen Holz, ein bisschen Nahrung. Wir gucken, ob es nur diesen einen Zugang gibt zu dem Tal hier. 50 Fisch. Also da hätten sie es sich auch komplett sparen können. Selbst die 200 hier auf der Seite. Ist ja lachhaft. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Ah, dann kann ich wenigstens den Sehnstein hier mal aktivieren. Der hier ist. Okay, es gibt noch einen Zugang. Schade, ich dachte, das wäre vielleicht der einzige Zugang. Dann wäre das gut zu halten, falls irgendwelche Leutchen kommen sollten. Auf jeden Fall schon mal den Seelenfelsen. Wenn ich dann nämlich woanders einen Seelenfelsen habe, kann ich perfekt hin und her dingsen. Und dann diese Kreaturen! Es muss etwas geben, was sie verletzen kann! Doch die ganze Zeit. Beziehungsweise ich kann die auch so erledigen. Bin ein bisschen verwirrt über diese Aussage, als ob die keinen Schaden kassieren würden. Stimmt doch gar nicht. Ich habe zwei von denen schon erledigt. So, gucken wir mal weiter. Hier ist schon mal ein tiefes Tal. Apropos. Ja, viel Holz ist ja nicht, ne? Ich kann höchstens halt gucken, dass ich mit meinen Elfen dort einen Förster mache. Obwohl, greifen die sich gegenseitig an? Obwohl, wenn die so eine Arbeit haben, was zu tun haben, und ich keinen Flammenwerfer und sowas hin tue, geht das doch, oder? Ach, guck mal, da sind sie wieder. Und patrouillieren. Was sollen sie mal machen? Ich weiß nur, wenn ich da das aktiviere, den Seelenfelsen, dann... Ja, ist das schön. Ein Tor nach dem anderen. Also zwei Tore sind schon weg. Dann könnte das mein Verhängnis sein. Hier sind ein paar mehr Mantakor, als ich gedacht habe. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Ich habe auch total vergessen, Männer. Dass ich überhaupt meine Aura ausgestellt hatte. Die Linien müssen halten! So, das führt mich in den Abgrund. Das hier auch? Scheint so, ne? Okay, in den Abgrund möchte ich nicht. Da kann ich nicht hoch. Und die gehen halt die ganze Zeit auf Patrouille ringsherum. Ich bin am überlegen, ob ich dann halt das Elfenmonument als erstes nehme. Und nicht das Ork-Monument. Und ich muss testen, ob das möglich ist, dass ich halt hier mit Elfenförsterei dorthin machen. Standhalten, Männer!
Weil ich kann ja leider, weil dunkel und hell, nicht auf eine Ressource zugreifen. Obwohl es dieselbe ist. Finde ich ein bisschen doof. Kann man, ich finde, man kann bei bestimmten Maps das ausstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die finale Map vom Vorgänger denke, da wäre das echt OP gewesen. Weil das ist extra so aufgebaut, dass man halt die helle Seite und die dunkle Seite hat und jeweils wieder was neu aufbauen muss. Und hier hätten sie es aber ruhig auch mal kombiniert lassen können. Dass man halt so Ausnahmen macht, sag ich jetzt mal. So, gucke ich mich mal hier erstmal um. Ich gehe mal nah an den Rand. Ich bin immer der Meinung, dass man dann schön ins Tal reingucken kann. Kann man auch. Holz ist mir ja bei den Elfen recht wurscht. Ich habe ja Försterei. Linie haben so gut was. Standhalten, Männer! Das sieht auch ganz gut dort unten bis jetzt aus. So, wird sich ja zeigen. Feuerstein. Das mit denen dann sein wird auch, ne? Standhalten, Männer! Noch mehr getriggert. Gegner. Warum? Lena? Wir werden angreifen. Angegriffen. Ist nicht. Die Linien denkt sich auch so. Ach, das schafft sie alleine. Würde zwar schneller gehen, wenn ich helfe, aber egal. Egal. Wir werden angegriffen. Ah, ich mache einmal so ein Frostdings und klau mir den Kill. Genau so. So und nicht anders, ne? Achso, hat sich selbst gemacht. Ich dachte, hä? Runenkrieger! Warum macht er, will er jetzt da unten jemanden ein Schild versetzen? Wir werden angegriffen. So, die sind ja nicht so dramatisch, das ist gut. Hier, ja, das kann ich ein bisschen hell machen, das ist gut. Also aufdecken, meine ich. Dann gibt es hier wieder so eine. Oh, wenn ich das sehe und dann so schmal und alles. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Riesenspaß. Die werde ich mit den Elfen überrennen, das könnt ihr aber wissen. Bannkämpfer, das geht ja noch. Sinistro. Oh, solange die Patrouille noch nicht sofort da ist. Das ist ein Hinterhalt. Ich will immer ausweichen. Das ist ein Hinterhalt. 170 mittlerweile. Ach du meine Güte. So, wir werden der da weg. Und dann können die anderen weg. Der Bannkämpfer, nicht mal das schafft Lena. Das ist ein Hinterhalt. Ich mache den Bannkämpfer schon ohne, dass ich Berserk machen brauche, über 100 Schaden. Und die mit Berserk sogar über 200. Halten. Und das schafft sie nicht. So. Also mein Plan sieht jetzt weiterhin so aus, dass ich das jetzt noch aufdecke, das Stückchen Karte. Da muss auch noch irgendwo halt Nummer 4 sein. Oder das ist alles hier unten. Ein und derselbe. Also Ar und Gror. Weil das hört sich so an, als wäre das beides bestienmäßig. Vielleicht beides Eisdinger, ne? Wäre ja durchaus denkbar.
Aber ich weiß halt nur, wo der eine ist. Nicht, ob der andere hier noch irgendwo lauert und vielleicht besiegt werden kann. Vielleicht. Vielleicht greife ich auch nur auf die Elfen zurück. Ich weiß nicht, mit dem Eis. Naja, mal gucken. Sehen wir dann. Ich glaube, einen Rückzugsort hat diese Patrouille auch nicht mehr. Wenn ich Glück habe, wird die gar nicht mehr gespawnt dann, wenn ich sie jetzt nochmal erledige. Beziehungsweise ich wüsste gerne, von wo aus die kommt.